Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Pack Opening. Wie ich es gestern im Video versprochen habe, möchte ich speziell den Leuten, die regelmäßig in Livestreams Geld spenden oder donaten oder auch Kanalmitglied sind und mir so regelmäßig ein bisschen finanziell unter die Arme greifen, dieses Video widmen. Natürlich soll auch jeder andere Zuschauer Spaß an diesem Event Pack Opening haben. Wie ich es in jedem Video unter der Beschreibung auch im Stream schreibe, kommt alles, was an Geld reinkommt, soll dem Stream oder den Videoqualitäten zugutekommen. Oder hier und da mache ich auch mal ein Pack Opening. Dieses Versprechen möchte ich hiermit einlösen. Mein allererstes Event Pack Opening. Ich habe 19 Packs an der Zahl schon gekauft, habe das quasi aufgefüllt. Gestern im Livestream habe ich schon den 301 Skin mit Crafting Material gekauft, weil ich genug hatte und ich brauche jetzt nicht mehr als 19 Packs, denn ich habe noch knapp 4000 Crafting Materialien. Ich öffne jetzt noch 4 lila Sachen mit Crafting Materialien, weil die je 800 kosten und so muss ich nicht noch weitere 20 Euro grob hier reinbuttern, damit ich auf 23 Packs komme. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und am Ende zeige ich euch natürlich das Erbstück von Octane, was man dann freischaltet in der Firing Range nochmal in bewegten Bildern. Viel Spaß jetzt. Ich kaufe jetzt direkt als erstes mal diesen schönen Faustglück, muss man haben, Schlüsselanhänger. Ich sage immer Schlüsselanhänger, das ist ein Waffenschaum, verdammt nochmal. Zack, Nummer 1 ist schon mal freigeschaltet. Wenn ich es aus dem Pack ziehe, ist es natürlich spannender, aber komplett das jetzt voll zu bekommen, mache ich das jetzt mit Crafting-Material, damit ich nicht nochmal 20 Euro in die Hand nehmen muss, habe ich schon erzählt. So, dann haben wir hier den Nie wieder Skydive Mod von Bloodhound. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich möchte natürlich auch kommentieren, was ich hier nebenbei als Pack Opening mache. So, jetzt haben wir hier drüben stets 4 freigeschaltet. 1 noch freischalten und der Rest passiert dann durch die Packs. Und dann hoffe ich mal, dass ich noch ein paar spannende Sachen freischalte. Moment, ich habe es nicht komplett zu Ende geschaut. Ist ja auch Sinn der Sache. Denn im gestrigen Video über die Patch Notes wollte ich eigentlich die gesamten Skins und die ganzen Sachen zeigen, die man in den Packs bekommen kann. Und deswegen heute das Pack Opening. So, jetzt fangen wir mit den Packs an. Viel Spaß. Denn das ist das, was immer ein bisschen spannender ist. Okay, man kann auch Standardsachen rausziehen, außer natürlich Erbstück, Splitter, das sollte klar sein. Was haben wir hier Schönes bekommen? Einen Triple Take Skin. Der sieht sehr, sehr edel aus. Da natürlich der Triple Take Skin aus dem Event viel, viel geiler aussieht, wird es definitiv der werden. Was haben wir hier Schönes? Wir haben hier den Bloodhound Skin. Der sieht auch sehr, sehr cool aus. Der wird auf jeden Fall in meine Favoritenliste mit aufgenommen. Und das Lifeline Intro, das sparen wir uns mal. Oh, gleich 2 legendäre Sachen. Interessant. Ah, davon halte ich sowieso immer nicht viel. Ein legendärer Rahmen für Mirage. Ja, wegen mir. Gefällt mir jetzt nicht so. Ich finde auf jeden Fall diesen Alternator Skin, rechte Hand des Teufels, ultra, ultra geil. Sehr, sehr passend zum Watson Skin, den man im Season 4 Battle Pass Stufe, ich glaube 55, passt sehr, sehr gut zu Watson. Rüsten wir gleich mal aus. Dann kommt schon das nächste Pack. Oh, ich ziehe noch einen legendären Hemlock Skin. Ich habe mir letztens erst einen freigeschaltet, weil ich nie einen vernünftigen Hemlock Skin hatte. Und natürlich hier aus dem Event den Spitfire Skin. Mal ein bisschen Abwechslung, den mache ich mal rein, auch wenn ich einen legendären aus dem Grand Soirée Event habe, der mir sehr gut gefällt. Die seltenen Skins aus dem Event sehen übrigens mega, mega geil aus. Okay, das ist der epische Skin aus dem Event für Wraiths. Sieht auch mega cool aus. Muss ich auf jeden Fall in meine Favorite-Liste mit reinmachen. Und hier habe ich noch... Okay, mal wieder irgendein Hintergrund. Übrigens, das habe ich auch schon mal festgestellt, in den Event-Packs ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, legendäre Sachen zu ziehen, nur mal nebenbei bemerkt. Steht übrigens auch in der Vorschau, bevor man die Packs überhaupt öffnet. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ah, da ist der Octane Skin. Den finde ich sowas von ultra, ultra geil. Auch wenn ich vor kurzem von dem Event
beziehungsweise von, nicht von dem Event, sondern von dem Octane, von der Octane Edition ein Unboxing gemacht habe, finde ich den schon wieder fast geiler als die Octane Edition. Mache ich später als Favorite mit rein. Alles andere ist für mich uninteressant. Die Rahmen interessieren mich meist überhaupt nicht. Aber es gibt noch eine geile Animation von Pathfinder, die ich sehr, sehr cool finde. Hier ist natürlich der Skin fürs Elektrogewehr. Sieht auch ultra geil aus. Aber hier finde ich natürlich aus der Octane Edition den Skin fürs Elektrogewehr deutlich geiler. Deswegen rüste ich das auf jeden Fall nicht aus. So, hier haben wir den epischen Hemlock Skin. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, der ist geil. Deswegen, ich hoffe unbedingt, dass es auch bald eine Favoritenliste für die Waffen gibt, so wie es jetzt für die Legenden der Fall ist. Dass man durch Zufall immer mal einen anderen Skin hat, weil ich habe sehr viele Waffenskins, die mir extrem gut für ein und dieselbe Waffe gefallen. Bangalore Skin, den finde ich, das ist der geilste Skin zurzeit für Bangalore überhaupt, ist zumindest meine Meinung. Auch wenn ich ursprünglich dachte, dass das vielleicht eher ein seltener oder epischer Skin ist. Selten ist ja Käse, hier gibt es nur epische und legendäre Skins für die Events immer. Den rüsten wir gleich mal aus. Hier ist der Caustic Skin. Der Caustic Skin ist natürlich rastet man jetzt nicht komplett aus. Ich weiß ja eh, dass ich alle Skins bekomme und auch gleich das Erbstück für Octane. Die Freude wäre anders, wenn man ein Standard-Pack-Opening macht und sowas ähnliches drin hat. Den Caustic Skin, das finde ich einer der geilsten im Allgemeinen, was das Event betrifft. Ultra geil, wird auch gleich mal reingemacht. Ich habe noch aus Season 2 den Battle Pass Skin drin, den man bekommt. Hier haben wir den Devotion Skin. Ich finde aber nach wie vor, aus dem Halloween-Event konnte man den freischalten, wenn ich mich nicht irre, war es das Halloween-Event. Den legendären Skin finde ich ein Stück weit geiler, aber ein bisschen Abwechslung muss sein. Deswegen mache ich jetzt mal den Devotion-Skin hier rein. Der sieht wirklich richtig geil aus. Serientäter nennt er sich. Oh, jetzt haben wir noch wieder zusätzliches legendäres wieder dazu bekommen. Oh, wie geil ist das denn? Das ist auch einer meiner Favorite Skins von Caustic überhaupt. Der sieht ultra geil aus. Da gibt es noch zwei mit einer Augenbinde, die sind auch sehr, sehr geil. Da muss ich mal meine Favoritenliste ändern. Der ist nämlich ultra, ultra stark. Hier ist natürlich der Gibby Skin aus dem Event. Der ist richtig geil. Das fand ich schon mit den Kontaktlinsen und der zugetackerten oder zugeklebten Narbe. Ultra, ultra geil. Jetzt, wo der Gibby genervt wurde, bin ich auch bereit, vielleicht den Gibby das ein oder andere Mal wieder öfter zu spielen. Vorher kam ich mir einfach nur schäbig vor, weil er einfach zu viel kassiert hat. Das ist der besagte Triple Take Skin, den ich optisch ultra geil finde. Ich muss sagen, der hat ein bisschen was, ich weiß nicht, ob es Leute unter euch gibt, die vielleicht Destiny spielen. So ein bisschen optischen Style aus dem Destiny-Universum, wie ich finde. Hat auf jeden Fall was, kommt auf jeden Fall mal hier mit ausgerüstet oder wird mit ausgerüstet. Kommt mit ausgerüstet, Deutsch, grüß dich. So, dann haben wir den RE45 Skin, ein epischer, sieht richtig cool aus, habe ich einige legendäre schon, aber das Grün, die Optik gefällt mir sehr, sehr gut, deswegen werde ich den mal ausrüsten und gleich dürfte auch der G7 Scout Skin kommen. Der sieht auch richtig cool aus dafür, dass er nur episch ist und nicht legendär. Ach, wenn man vom Teufel spricht, hier ist er schon. Den finde ich optisch. Dieses Silbergrau mit dem Metallicrot und diesem flackernden Schweif oder was auch immer das ist, sieht absolut stark aus. Der wird auch mal ausgerüstet. Oh, ein Revenant-Skin, geil. Oh ja, da ist er. Der Pathfinder-Skin. Ich finde ihn ultra geil. Das Einzige, was mich an den Pathfinder-Skins stört im Allgemeinen, die sind so robust, so riesig, so klobig. Ich finde, er könnte ein bisschen schmaler aussehen. Der einzige legendäre Skin, der ein bisschen schmaler aussieht, ist der aus dem Gran Tuareg-Event-Skin. Den finde ich auch sehr, sehr geil. Aber ich finde, es gibt so Skins, die übersieht man sich schnell auch mal.
Wie zum Beispiel aus Season 3 der Ice Skin. Der ist grotten ekelhaft mittlerweile, finde ich. Da ist die Animation, die Pose für den Pathfinder, ist so ein absolutes Power Ranger Ding. Absolut cool. Oh, und ich habe noch einen legendären Triple Take Skin gezogen. Der sieht ja auch scharf aus. Oh Gott, ich stehe ja so auf die Kombi grau, schwarz, orange, so, das ist so ein bisschen meins. Gerade, dass das mattgrau ist, sieht ultra, so ein bisschen Carbon-Style. Oh, der gefällt mir ja fast noch besser als der Event-Skin. Ich rüste mal jetzt noch nicht aus in der Hoffnung, dass wirklich irgendwann mal eine Favorite-Liste für die Waffen kommt. Aber ich denke so Season 5 bestimmt. Die müssen ja alle paar Seasons mal was Neues bringen. Wenn sie alles gleich auf einmal bringen, ist ja auch langweilig. Da haben wir den Krypto-Skin, den sehe ich, finde ich so ein bisschen Terminator-Style. Der gefällt mir ultra, ultra geil. Ich bin sowieso skintechnisch leicht zu begeistern. So, jetzt machen wir ein bisschen schneller, damit das Video nicht noch länger wird, als es muss. Was haben wir hier eigentlich für ein Talisman? Da gucke ich immer nicht drauf, das übersehe ich immer gern mal. Das ist eine Lootbox, nee, eine Deathbox, keine Lootbox. Hier haben wir den Mirage-Skin. Auch hier hätte ich gedacht, dass es ein epischer und kein legendärer ist, weil er zwar geil ist, aber irgendwie fast schon stinknormal im Vergleich zu anderen aussieht. Auch ein bisschen Terminator-Style, wie ich finde. Ja, sieht geil aus. Kommt in die Favoritenliste, weil von Mirage habe ich auch einige geile Skins. Ich hoffe übrigens auch, dass der Mirage mal einen vernünftigen Buff bekommt. Der Mirage wird so selten gezockt. Finde ich schade, ich finde den Mirage eigentlich geil. So, das war das letzte Pack mit der Pose von Gibraltar. Sieht nicht schlecht aus, wenn man ihn denn nur spielt. So, wenn wir jetzt zurückgehen, sollte alles freigeschaltet sein. Ich mache jetzt die Kamera mal wieder auf die andere Seite und ihr könnt sehen, 24 von 24. Ich schalte das jetzt mal frei. Das habe ich übrigens noch nie getan, weil es mein erstes Event-Pack-Opening ist. So, muss ich jetzt noch irgendwas drücken? Okay, hier passiert noch nichts. Hallo? Erbstück? Drehen? Hallo? Wie geht das? Also ich weiß noch nicht, wie ich es aktiviere. Jetzt muss ich mal so ganz ehrlich sein. Ach, wir haben noch ein Pack. Hier steht doch 24 von 24. Natürlich. Wenn, dann soll die Animation vernünftig sein. Ah, man muss schon sagen, das Erbstück ist ultra, ultra scharf. Aktuell ausgerüstet Fäuste, das ist auch witzig. Ihr könnt gerne mal eure Meinung im Video lassen, wie ihr das Erbstück findet. Das ist mein zweitliebstes Erbstück unter den Boxhandschuhen von Pathfinder, aber einfach weil der Pathfinder mein Main ist. Ansonsten wäre das hier meine absolute Nummer 1. Wir springen jetzt direkt mal in den Trainingsmodus und da zeige ich euch das Butterfly einfach mal. Wer übrigens nicht weiß, wie man die Animation von dem Erbstück aktiviert, auf der PlayStation oder allgemein auf dem Controller, einfach mit der linken Taste vom Steuerkreuz gedrückt halten, als würdet ihr euch eine Waffe anschauen. Und dann beginnt die Animation, die ich sehr, sehr geil finde. Und ich zeige euch die Animation gleich mal im Dunkeln, dass das auch richtig geil ist. Vor allem in Verbindung mit diesem Skin aus dem Event leuchtet das extrem geil. Okay, das war die Animation. Ich glaube, die Boxhandschuh-Animation ist die längste überhaupt von dem Pathfinder. So, dann machen wir hier nochmal an. Und das sieht einfach geil aus. Gerade wie das so verwischt, das sieht so ultra cool aus. Alles klar, das soll es von dem Event Pack Opening gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends verpassen wollt. Und an alle, die bis jetzt Geduld hatten, am Samstag mache ich einen kleinen Geburtstags-Livestream. Da jährt sich der Tag meiner verhängnisvollen Geburt. Am späten Abend werde ich da anfangen. Vielleicht schaltet der ein oder andere ein, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen guten Start ins Wochenende. Viel Spaß noch bei dem Event. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.